So, willkommen zurück bei Battlefield 5. Mein Gott, wir haben keine Zeit zu verlieren, denn es geht hier auch direkt weiter, beziehungsweise es geht los. Wir wollen den Flugabwehrstützpunkt einnehmen. Guck mal, da fast treffe ich das. Aua. Treffe ich das? Treffe ich das? Ah, wohl eher nicht. Ja, diese Kampfgebietsbegrenzung teilweise ein bisschen schade knapp irgendwie. Ja, scheiße. Das war, glaube ich, Nummer 1. Komm hoch. Okay. 2 von 3, glaube ich. Oder was ist mehr als 3? Ich habe keine Ahnung. Okay. Oh je. Das ist hier auch eine Art Bunkeranlage, oder? Uah. Uah, ich hab... Ja. Scheiße. Okay, ich glaube, wir sind jetzt sicher. Oha. Gut, dass die Tür zugegangen ist von alleine. Die Tür ist auf unserer Seite. Hallo? Da war noch jemand. Aua. Nein, nein, nein. Hey, die Tür ist echt gut, oder? Oha. Okay. Ah, nee, 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 nee. Der darf nicht stürmen. Bitte nicht stürmen. Nicht stürmen. Nicht. Okay. Das heißt, dass ich ein bisschen zu weit oben bin oder so. Ich bin hier im Gegner-Spawner drin, glaube ich. Wo ist unser Ziel? Da unten irgendwo. Also da ist unser Ziel. Kaputt, kaputt. War's das? Okay. Was ist hier los? Sind das unsere Flugzeuge gewesen? Ich hoffe es. Idrissa! Te voilà! Je savais que tu t'en sortirais! Regarde ça! C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite.
Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. On n'avait pas gagné. On n'a pas peint en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer. Vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Grissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Na, ob das eine gute Idee ist. Des émetteurs radio là-bas. Et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Du hast jetzt das Kommando. Du kannst jederzeit die Signalpistole abfeuern und den Angriff der Gruppe einleiten. Zerstöre die Verteidigung des Dorfs. Boah, es ist mal wieder mega schick, oder? Ich habe mal eine rein strategische Frage jetzt gerade. Haben die einen Panzer? C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Warum ist das denn immer? Das ist halt wirklich, ich finde die Kampfgebiete viel zu beschränkt irgendwie. Zumindest für mein strategisches Vorgehen. Wie das aussieht, oder? Und was wollen wir jetzt erobern? Da oben? Diese Festung? Laufen wir einfach durch. Bist du in Ordnung, mein Freund? Zieh!
Dreht er sich wieder rum. Mega Stealth gerade, oder? Mein Gott. Okay. Kann ich das benutzen? Ja, scheiße, es ist doch kacke. Ach, Mann. Ich wusste nicht, dass der bemannt ist, muss ich jetzt ganz... Das ist doof. Das weiß ich. Da hätte man von ausgehen können, aber... Ah. Ach, scheiße. Eine Maschine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Scheiße, das war doof.
Das läuft doch gar nicht mal so mega schlecht, oder? Das Ding ist unbemannt. Ach, scheiße. Ah, aua. Okay. Erobere die westliche Bastion, ja. Klingt auf dem Papier mal wieder mega einfach. Scheiße. Schießen die hier drauf, ey, das ist ja. Äußerst unangenehm. Uff, finde Scheiße. Ah, und jetzt der Splitterschaden, dann sterbe ich bestimmt, ne? Ja, come on. Ah, scheiße, Alter. Der war tot. Oh je. Scheiße. War irgendwo ein Speicherpunkt? Oh, alles klar. Ich verstehe schon. Da habe ich die Rakete aber schön fliegen gesehen. Das war eine schöne Erfahrung. Danke. Der scheiß Flakgeschützdinger. Was soll ich dagegen machen? Ich laufe mal hier hoch.
Ah, come on. Oh je. Letzte Kugel. Okay, der ist eingefroren. Ignorieren wir mal. Erobere Chateau Vior. Hier verweise ich auf Assassin's Creed Unity. Es ist ein Graus, mit mir zusammen Französisch zu machen. Also Französisch ist nicht meine Sprache. Riesiges Lager, ey. Ich dachte, das wäre das Große jetzt gewesen hier. Oh je. Scheiße. Ah, Mann. Auf großer Distanz ist echt schwierig, ne? Werden aber nicht weniger, ne? Scheiße. Komm ich so weit? Mega geil, Mann! Mega geil, Alter! Wie auch immer ich das gemacht habe. Okay, c'est parti!
On doit se débarrasser de ces canons. So Leute, jetzt alles oder nichts hier. Il faut qu'on soit fort. Okay. Ah, Scheiße. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Nein. Ah, Kacke. Kein Flammenwerfer. Okay, machen wir es hiermit. Scheiße. Tschüss. Was das? Okay, okay. Alles gut? Alors qu'on se battait pour forcer l'entrée. Une partie de moi espérait qu'on n'y arriverait jamais. Niemand mehr übrig? Doch, da kommen welche. Okay, ich dachte schon. Oh mein Gott. Oh, es ist aber doch so schön. Okay. Ça ne bouge pas. Poussez plus fort. Écarte-toi. Écarte-toi de la porte. En avant! Ah, Leute, bitte nicht so euphorisch, das könnte gefährlich werden. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher, en sang, en sacrifice et en vie humaine. Thank you.
Idrissa! Ja. Oh mon Dieu! Idrissa! Redis-moi! Idrissa! Mann. Ja, man sollte halt nicht so euphorisch hier reinlaufen. Ich hab's ja gesagt, das war ziemlich blöd. Aber er hat sehr heldenhaft den Panzer zerstört. Das Spiel hat Ladeprobleme, merkt ihr das? Das Spiel sollte lieber klare Ladezeiten haben, statt das zu versuchen irgendwie, na ich meine, und weg. Ne? Diese Ladezeiten im Spiel sind ungünstig bei so einer, ich sag mal, unausgereiften Technik wie Raytracing. Das scheint sehr ungünstig zu sein, das nicht klar zu differenzieren vom Laden her. Okay, für Idrissa, Leute. Wir erobern diese Festung. Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois. Messieurs, nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. L'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.
Das war auch eine sehr schöne Kriegsgeschichte. Naja, eine schöne Geschichte. Die war gut, die Kriegsgeschichte. Also wieder, da fand ich bis jetzt wirklich die allererst am schlechtesten. Die mit dem Hau drauf Briten. Nee, gut, alles klar. Oh, bisschen traurig. Und ich meine, das stimmt sogar wirklich, ne? Mit den, mit der Zensur der dunkelhäutigen Soldaten. Muss man sich mal vorstellen, wie die scheiße Menschen einfach sind. Okay, beim nächsten Mal gibt es dann die letzte Kriegsgeschichte, ne? Im Rheinland. Da spielen wir, glaube ich, dann auch Deutsche tatsächlich. Und das Ganze ist dann ja auch gleichzeitig im entscheidenden oder im, Moment hier. Da, der letzte Tiger, 1945, also ganz am Ende. Ich bin sehr gespannt und freue mich dann auf die letzte Mission, die letzte Kriegsgeschichte vom Battlefield 5 Singleplayer. Ich bin positiv überrascht, wie gesagt, außer unter keiner Flagge. Das hat mir nicht gefallen, aber der Norwegen und Frankreich jetzt fand ich sehr gut. Gut, also, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zur finalen Mission, der letzte Tiger. Ciao!